Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch eine coole neue App vorstellen. Die App ist mir schon länger aufgefallen, aber leider gab es sie noch nicht unter iOS 5. Doch jetzt gibt sie. Die App nennt sich SB-Rotator. Damit könnt ihr das machen. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Oh, falsch rum. So. Ich finde, es sieht sehr cool aus, da es jetzt auch nicht nur beim iPad funktioniert, sondern auch beim iPhone oder iPod Touch. Das Ganze läuft unter der iOS 5. So, mal wieder auf Normal. Das Ganze bekommt ihr in den Einstellungen kostenlos über der h7v.org-Quelle. Die steht natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Es ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass ich mein iPhone anders aufnehmen muss, denn mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Deswegen benutze ich jetzt mein iPhone zum Aufnehmen. Ich hoffe, es stört euch nicht. So, das Ganze sieht so aus. Ihr gebt einfach in der Suche SB-Rotator 5 ein und dann nehmt ihr einfach das mit dem Symbol hier oben links. Hier könnt ihr sehen, aus der h7v.org-Quelle, ganz unten. Ja, in den Einstellungen könnt ihr noch einiges verändern. So, hier sehen wir die Einstellungen von SB-Rotator 5. Das Ganze könnt ihr hier oben an- und ausschalten. Hier könnt ihr einstellen, was angezeigt, also was funktionieren soll, wenn ihr zum Beispiel nur nach rechts haben wollt oder nur nach links. Und das obere, also dass man falsch auf den Kopf drehen kann, nicht. Könnt ihr hier einstellen. Ja, und die restlichen Einstellungen könnt ihr ja sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein Abo wäre sehr nett. Und wenn ihr weitere Video-Apps sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link.